Sender. Willkommen zu diesem ganz besonderen Video. Ich begrüße euch mit einem kräftigen Moin Moin. Heute drehen wir Folge 3. Wenn wir MMA-Kämpfer werden, ne? Auf Ernst so. Die Sonne scheint direkt in mein Gesicht. Und das ist ein relativ gutes Zeichen für einen guten Tag. Denn wir drehen heute mit einem ganz, ganz besonderen Special Guest. Nämlich, ihr werdet es schon im Titel gelesen haben, Edis Dem. Wird sich im Laufe des Videos auf jeden Fall zeigen. Wir treffen uns jetzt auf jeden Fall mit ihm, gehen dann ins Gym zusammen. Dort werden wir auch ein Format drehen, was das so längere Zeit nicht mehr auf dem Kanal gibt. Denn ihr First Try Challenge verkackt, habe ich mitbekommen. Hat mich das halt einfach wirklich interessiert. Aber ich sage ehrlich, First Try Challenges, das ist auch hart. Also First Try Challenges, das ist die Härte. Oh. Wie schlau der Mann ist. Aber in dem Video wird es jetzt hauptsächlich nur darum, ums Training gehen, wie wir den Tag miteinander verbringen. Der tritt Richtung Karts. Abo da, lasst ein Like da. Ich möchte einmal mal ganz kurz euer Feedback zu meinen neuen Haaren, denn ich habe die ein bisschen gekürzt, Digga. Wie sieht das aus? Mein Bruder lacht. Er lacht einfach nur. Okay, sieht anscheinend nicht so gut aus, aber darum soll es ja nicht gehen. Ich überzeuge ja generell nicht so krass mit Aussehen, sondern eher komme ich mit den inneren Werten. Benzema. Jetzt kann ich noch sagen, guckt euch den Edi an. Was geht ab? Edis hat einen Ford, ne? Ford Mustang. Mein Bruder, alles gut? Ja, bei dir? Ja, auch. Was geht? Wir gehen ins Training jetzt, ne? Der weiß gar nicht, jetzt lacht er doch. Der weiß gar nicht, was auf ihn zukommt. Er will Sparring machen. Er meinte so, ja, wir machen so locker. Aber ich habe gesagt, du kannst schon hin und wieder draufhauen. Ja, und genau das hättest witzig. Du nicht sagen sollen. Ja, doch, ist witziger fürs Video. Nein, auf jeden Fall machen wir. Ich find's auch auf jeden Fall geil. Du bist der erste Creator, der nach Ulm gekommen ist für mich. Ich würde sogar 10-mal kommen. Meine Ulmer! Aber ja, schick mir mal ein paar Cedric, bitte. Wie unnötig ist das, dass es Neu-Ulm und Ulm gibt? Neu-Ulm ist Bayern, Ulm ist Baden-Württemberg. Du gehst über die Brücke und dann bist du in Bayern, in Neu-Ulm. Okay. Focus FC so, und Jon Snow, danke für die Subs. Die dachten, du gehst auf Asien-Seite, haben die gedacht. Haben wir nach Ulm. Einfach Bayern. Passt schon, Bruder, das ist meine Stadt. Die sollen alle die Fresse halten. Jetzt sind wir neu, jetzt müssen wir aufpassen, jetzt ist jetzt Bayern, okay. Jetzt haben Leute wie wir es wirklich, wirklich schwierig. Normalerweise, ich wundere mich auch gerade, es ist jetzt 30 Sekunden vergangen, wir wurden noch nicht angehalten. Komm, Zuschauer, schau mal. Warum filmst du direkt? Darf ich filmen, Abel? Nein, nicht filmen. Was geht? Erst fragen. Salam alaikum. Alaikum salam. Ich sage nur Hoka, Anton, danke für die Subs. Salam alaikum, alaikum salam. Direkt. Darf ich filmen, Abel? Nein, nicht filmen. Was geht? Erst fragen. Salam alaikum. Alaikum salam, alles gut? Ja, bei euch? Auch. Darf ich filmen ein bisschen? Mach. Nein. Also mich nicht. Doch, Bruder, lass den doch, der Arme. Ja, so Bruder, der Arme, ne? Bruder, der hat wahrscheinlich, der war bestimmt so richtiger Sub-Zuschauer. Und hat gedacht, was hat der für Freunde? Ich abonniere den nie wieder. Den Peach. Euer Video machen. Der wusste nicht, was er sagen soll, Lan. Der kommt sich jetzt immer noch leid, Bruder. Du Ekliger. Guck mal, er kommt sogar mit Tasche und so, Digga. Übertreib doch nicht. Ich muss, Bruder. Angekommen am Gym. Sieht sehr einladend aus, muss ich sagen. Wir wollten so ein bisschen so ein gemütliches Ding halten. Mhm. Das ist jetzt Warte mal, ist das dein Gym? Also von meinem Trainer, aber Bruder, mein Trainer ist so ein Kindheitsfreund von mir. Okay. Wenn ich will, kann ich auch übernachten, weißt du, was ich meine? Okay. Frauen rufen, wenn du willst. Was bitte hör auf, Eli singt weiter, so eine enge Stimme. Wir haben jetzt gerade noch eine Folge Wer ist schlau aufgenommen. Wer der Gewinner ist, das werdet ihr am Dienstag erfahren. Plus, Edis macht gerade einen kleinen Ablaufplan vom ganzen Training. Und ich werde mich jetzt dann mal eben ganz kurz umziehen und dann geht's rein ins Training. Weil es sehr kalt ist, ich sage, wir wärmen uns erstmal mit Härtetrikot. Also yes. Mit Joggen, wenn ich sage, linker Arm kreisen, machst du links, dann halt diese Ding, typische Basic, was jeder kennt, Heide, yalla. Jetzt zeige ich euch noch was, wenn ihr es eilig habt, aber jemand trotzdem ficken wollt, dann macht ihr einfach beim Vorbeigehen den hier so. Na, ich hab... Und dann direkt weiter. Das will ich jetzt sehen, Robert, beim Vorbeigehen. Okay. Halte. Ja, Mann, war richtig gut. Genau, kreis weiter ein, Arme nach vorne, nach hinten, jetzt so seitlich, also nach innen. Genau, da kannst du auch deine Arme mitnehmen, rückwärts laufen. Was halt wichtig ist, das müssen wir auch noch ganz wichtig, Fallschule. Okay. Wenn du heute fliegst, dann ist es sehr wichtig, lande auf gar keinen Fall irgendwie so oder dass du dich noch abstützen willst oder irgendwie retten willst, sondern immer ausgestreckt, also quasi du landest so. Das ist sehr wichtig. Wir rollen nicht wie im Kindergarten so nach vorne, sondern wir rollen uns auf den Nacken rüber.
So wie Maradona. Ja, genau. Keine Ahnung. So. Ja, ein bisschen mehr über die Schulter. Und jetzt nach vorne. Und. Genau, mach dich kleiner. Mach mal wie, als würdest du quasi so runterziehen. Schmeiß deinen Arm so nach hinten, dann geht das schon automatisch. Okay. Und dann nach hinten schmeißen. Okay. Oh, mir das ist so ein Schwanz, wirklich. Ja, schon besser. Schon besser. Ja, genau. Genau, der war gut. Sehr stark. Jetzt, damit deine Gelenke, alles dies, das, dieser Druck, den wir arbeiten, du nimmst jetzt ein Eigengewicht hoch. Quasi, du rollst jetzt rückwärts und dann schießt du dich nach oben. Das heißt quasi, du gehst jetzt rüber, zack, schmeißt dich hoch. Hier, schmeißt dich nach hinten, du landest auf deinen Arsch und gehst runter. Ja. Das passt schon. Mach, ich helfe dir. Lass dich fallen. Und keine Angst. Ja, genau. Aber ist auch schwer, glaube ich. Ja, genau. Sehr stark. Takedowns. Also du gehst jetzt hier mit dem rechten Bein, gehst du runter, dein linkeres Bein ist hinten. Und das linke Bein schießt du dann nach vorne und währenddessen greifst du halt rein. Geh das ist das Wichtigste, ne? Oder mit das Wichtigste. Dasselbe mit dem anderen. Gehst runter, du greifst hier. Das heißt, du gehst jetzt mit dem, was vorne ist, gehst du runter auf die Knie. Gib einen guten Clip nach dem Video, okay? Genau. Jetzt schießt du den nach vorne. Genau, jetzt gehst du hoch, aber nur hoch. Die kämpfen doch gegeneinander, genau. Ne, die beiden? Wie soll denn der Kampf da aussehen? Zieh ruhig das bisschen mit. Jetzt rechts nach vorne. Genau, und jetzt das nach vorne. Genau, jetzt gehst du wieder hoch. Jetzt gehst du mit dem linken runter. Wirst du sehen, Jalo. Aber ich komm gar nicht mit dem. Hier. Wenn Ahmed will, packt er den Schmein. Bleibt ja nicht. Du kannst ihn so ruhig mitziehen. Genau, und jetzt mit dem nach vorne. Genau, hoch. Jetzt machen wir dasselbe mit einem Takedown Defense. Das heißt quasi, wenn jemand bei dir das macht, wie du das abblockst. Du gehst linkes Bein wieder, zack, hochgreifen, dann stehst du nach in die Richtung und sprawlst raus. Im Gym-Video davor hast du das. Ich habe eine WhatsApp, ich habe hier eine Chat-Nachricht vorgelesen. Quasi, du machst einfach zack. Okay, okay, okay. Linkes Bein, halt hoch und jetzt sprawl raus. Hop und sprawl. Hop und hoch. Und gleich weiter. Und sprawl. Genau. Hier nochmal ganz kurz zum Verständnis. Das sieht immer so ein bisschen nicht so gut aus, aber das ist auch der Sinn des Formates. Von ganz unten. Ja, nee, ich mache die ganze Übung, die er macht. Mache ich vielleicht jetzt zum ersten. Oder seh ich vielleicht zum zweiten Mal. Deswegen habt ihr ein bisschen. Ist gut, ist gut. Ja, dann ist es auch schwer. Boah, wenn man sowas zum allerersten Mal macht, was willst du. Ja. Selbst gut. Weil es mal so ein bisschen. Das ist auch Sinn des Formates. Ich finde das auch keine Idee, Bruder. Ja. Das gab es noch gar nicht. Ich mach das selber, weil ich es gerne einfach sehen würde. Ja, weißt du, was ich jetzt sehen will? Eine Minute Liegestütze, eine Minute Sit-Up und eine Minute lang Arme strecken auf dem Boden. Jetzt kommt das Aufwärmtraining für das Aufwärmtraining. Okay. Da bin ich Edith sehr, sehr dankbar, dass er das mit mir macht. Ja, gerne. Check den gerne ab. Und. Woher kennen die sich eigentlich? Und go. Genau, ganz entspannt. Aber krass, ne? So, Edis ist jetzt schon auch, dass er so, der Mann ist ja schon sehr integriert bei uns in der Bubble, dass er jetzt auch schon so mit Omid und so Videos macht. Was? Die Hälfte. Komm, 8, 7, 6, 5, 4, komm, 3, 1, up, time. Sehr gut, und gleich wieder und gleich rücken. Sit-ups. Sehr stark. Komm, bitte. Es ist gleich Zeit. Komm. Es ist gleich Zeit. Komm. Noch zwei. Letzte. Komm. Ich esse kurz ein bisschen, Chat. Jetzt kommt das Schwierigste von allen. Okay, go. Genau. Ich bin aber gleich fertig. Am besten immer so nach vorne schmeißen für die Explosion, genau. Okay, jetzt halten und Handfläche nach oben. Genau, krass, ist das Übung. Boden absetzen. Ja, ja. Sowas habe ich immer gehasst beim Fußball, über alles, Zirkeltraining. Atmen. Und die letzten 10 jetzt so schnell es geht, okay? Und go. Und halten. 3, 2, 1 und Zeit. Okay, jetzt bist du, glaube ich, ein bisschen warm, oder? Wenn ich sage Jab, also 1, schlägst du einen Jab.
Eins und wieder zurück. Einen. Genau, die Faust bleibt nicht da irgendwo stehen. Wieder weg. Zurück. Oh, wieder weg. Genau, und nochmal eins. Und ich würde auch voll gern boxen können. Ich glaube, das ist geil. Nochmal, nicht nach vorne. Einmal so. Jetzt links, rechts. Das ist zwei. Okay, zwei. Und nochmal zwei. Drei ist jetzt links, rechts, Uppercut. Links, rechts, Uppercut. Nochmal. Links, rechts, Uppercut. Nochmal. Links, rechts, Uppercut. Okay, links, rechts, Uppercut. Und nach der Uppercut, das ist die vier, nachdem du diesen Schlag gemacht hast, kommt die rechte rein. Mm. Und das ist der K.O.-Schlag. Okay. Weil du schwächst ihn quasi. Du bist so, du arbeitest jab, jab, dann links, rechts, Uppercut. Und wenn er dann so taumelt, ja, nach dem Schlag kommt dieser Bap rein. Okay. Schlag, Bruder, wo er dann K.O. geht. Links, rechts, Uppercut und rein. Das ist jetzt die vier. Okay, wir machen jetzt mal zwei. Das war zwei. Links, rechts. Genau. Eins. Nochmal eins. Ganz genau. Drei. Up. Genau, nochmal drei. Deckung, drei. Sehr gut. Vier. Sehr stark, nochmal. Sehr gut. Ja, gut, Omel. Weißt du, wie du das am geilsten trainierst? Hol dir einen Tennisball und dann lern mit dem immer so. Okay. So, okay, dieses Ding so zu springen. Ja, hab ich auch wieder gestern gemacht. Ich dachte, was ist das? Genau, das ist geil. Und damit lernst du dieses Locker. Okay, eine Minute. Let's go. Jetzt will ich Power sehen. Vergiss nicht, schöne Schläge, die müssen nicht fest sein, außer den letzten, den will ich fest. Ja. Okay? Eins, locker. Locker. Gut, Omed, gut, Omed. Springen, locker springen. Genau, hoch, Deckung. Luki und Libaris, danke für die Subs. Nochmal. Hoch, Deckung, nochmal. Zurück. Schlag gleich zurück. Oh. Nochmal, hoch, Deckung. Nicht Angst haben vor der Pause, schütz dich. Ich glaube aber, das war ungewohnt. Wenn du sowas auf dich zukommst, dann macht man ja auch. Ich wüsste gar nicht, wie man blockt. Das ist so automatisch. Ich glaube auch, da ist so viel Technik dabei, Alter. Sehr schön. Zwei. Berlin-Trikot, Mannheim-Hose. Eine feste. Sehr schön, feste. Okay, vier. Und ist noch die Elite, ja. 51 Minuten. Vier. Jedes richtige Trainer. Sehr schön. Der war naja, gut. Hört sich noch was an, ne? Sehr gute Kondition, Omid. Das ist eine sehr gute Kondition, was ein Fußballspieler hier, ja, ja. Gute Grundausdauer. Man merkt das, weil viele werden jetzt vielleicht schon abgekackt. Greifst du diesen Bein, jetzt greifst du mich hier. Wie das aussieht. Weil Omen ist schon kleiner und Edis ist halt schon sehr groß. Ich glaube, Edis ist 1,93 oder so und Omen weiß ich gar nicht. Auf jeden Fall ist Omen klein. Vater so, willkommen zu Omen Airlines. Fängt der Hammer jetzt an zu fliegen oder was? Genau, mit dem Bein gehst du hinter mir. Genau. Und jetzt schmeißt du mich. Schmeiß mich. Schmeiß ihn damit! Oh. Ja, genau, ja, okay, passt. Ich hatte jetzt noch eine Takedown-Defense, was sehr wichtig ist, wenn jemand an dein Bein will. Das haben wir ja vorhin gemacht. Du bist ja hier rein. Zack, und dann haben wir ja das hier gemacht. Ja, ich check. Das. Das heißt, das ist keine Methode, um eine Matte zu schwingen. Ja. Wenn jemand an dein Bein will, dass du nach hinten springst. Mach mal den Takedown bei mir. Greif mal rein. Sag, okay, du hast jetzt gegriffen. Du hast mich jetzt so gegriffen. Was habe ich dir vorhin gesagt? Eng. Ohr und Kopf hoch. Kopf hoch, genau. Aber wenn du Kopf unten hast, habe ich ja schon deinen Hals. Ja. Kopf hoch, genau. Enger. Richtig eng, genau. Die einfachste Technik, klar, da gibt es andere Varianten, wo du so greifst, wo du so nach hinten schmeißt. Aber meine leichteste Methode ist, ich greife, weil du ja eng bist, drücke ich deinen Hals hier weg. Okay. Okay, ich drücke es weg und jetzt sprawl ich nach hinten. Siehst du? Ich bin frei. Scheiße. Ich greife rein. Ich bin jetzt eng. Warte. Du greifst. Du drückst sozusagen so weg. Genau, weg. Du drückst weg und springst jetzt nach hinten. Spring. Drück mit deiner Hand mehr weg. Mit deiner dir Hand weg. Drück weg. Die rechte oder die linke? Die hier. Du drückst so raus. Du drückst mich raus. Sehr frei. Drück raus. So. Kampfstellung, wir kämpfen, bam, bam, so, keine Ahnung, du gibst mir eine, ich gehe hier direkt rein. So, genau, ja, und jetzt da, ja, sehr stark. Sehr gut, Omed. Grappler, Bruder. Ich sag's dir. Atan und Michael, let's go, vielen Dank. Greif ich dein Bein, genau, sehr stark. So, das war die Technik, jetzt ringen wir ein bisschen. Bruder, du musst ein bisschen erklären. Natürlich, du bist da wieder. Du musst denen erklären, Bruder, was jetzt kommt. Ja, jetzt machen wir Ringen. Genau.
Ja, Sparring heißt halt jetzt, wir schlagen nicht, wir greifen nur. Okay. Wenn du willst, können wir auch mit Schlagen machen. Mhm. Willst du? Ja. Warum denn, Omid? Warum ja? Warum ja? Niam Nilsson und Mike Kaleschko, danke für die Subs. Dann okay, dann zieh mir Handschuhe an. Ich will nicht, aber es ist das Video, deswegen mache ich es. Ja, genau, wir machen jetzt mal so einfach ein bisschen so Technik-Sparring. So quasi, das ist so die Idee. Ich wüsste gar nicht, was ich machen soll, wenn der auf mich zurennt. Schau das an das MMA. Wer ist 89 MMA? Ja, 89 MMA. Dass wir hier überhaupt trainieren sollten. Wir haben die ganze Halle, die hier ist. Weglaufen. Komm mal, let's go. Let's go. Wohin soll ich da laufen? No, easy, arbeite locker, wie ich es gesagt habe. So, jetzt wäre er schon überfordert, so, wenn er jetzt auf mich raufrennt. Ja, hab keine Angst, geh ruhig, ich hab keine Angst, ich schwöre, oder? Das sind die Logik, die anscheinend nicht wehtun. Ah, sowas zwiebelt auch, oder wie? Ja, tut doch auch am anderen Fuß weh, oder? Wenn ich da barfuß auf sein Knie darauf ballere? Oh. Oh. Bin ich voll mal dankbar für 5. Guck mal, wie er sich freut. gut, Omid. Ab, klopf ab, wenn's wehtut, gell? Omid, klopf ab! Klopf ab! Was würde passieren? Er würde ihn die Schulter auskugeln, oder? Oder was würde passieren? Schulter auskugeln oder Arm brechen? Was passiert denn hier bei dem Ding? Bricht den Arm. Ja, nice. Arm wird dann gebrochen. Gab es schon so des Öfteren, dass man so von wegen, nee, ich klopfe jetzt nicht ab und dann hat er ihn den gebrochen? Aber guck mal, ich habe eine Frage. Im MMA, wenn jetzt Edis gegen jemanden kämpfen sollte, so mäßig. Wenn er ihn jetzt ruckartig das Ding, er könnte ihn doch, wenn er will, könnte er ihr den Arm brechen, oder nicht? Er hält ja nicht so lange, bis einer abklopft, sondern vielleicht ist es irgendwann auch mal so, dass er dann gezielt das so macht. Gab's schon öfter. Ellbogen auch durch, dann ist technisches K.O. Dann hat der andere gewonnen. Wenn er nicht klopft, dann brechen sie normalerweise den Arm. Ey, warum klopft man dann nicht? Dann ist doch over, wenn er dir deinen Arm bricht, kannst du eh nicht mehr kämpfen. Khabib meinte mal, dass wenn man so den Arm bricht, er nie wieder so wird wie davor. Deshalb klopfen viele ab. Stolz. Falscher Stolz. Ist das krank, Digga. Überleg mal, er könnte jetzt, wenn er will, könnte er ihn in den Arm brechen. Aber wie? Er hat seinen Arm hier und dann mit seiner Hüfte. Die machen viel auch mit der Hüfte, ne? Das ist ja völlig vercrackt. Hopp, 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 hopp. Ja, mach weiter und hier. Wenn ich Narben bei dir... Dann greifen die meistens oder gehen nach hinten. Aber bleib nicht stehen und mach irgendwas. Okay. Oh. 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 Komm nochmal, weiter. Komm, dein Gegner wartet auch nicht, Bruder, wenn du auf Boden bist. Oh. Oh. Moment. Alles gut? Alles gut, Bruder. Ich hol dir Wasser, warte. Ich hab gleich in der Luft irgendwas mit Köln gehört. Ich hab ein bisschen scharf vorher, also ein bisschen muss er sein. Der Suplex. Ich hab in der Luft irgendwas mit Grit gehört. Tut irgendwas weh. So Leute, der Omid ist gerade nicht in der Lage, das Outro zu machen. Deswegen beende ich das Video. Ich hab das Vergnügen. Der Bruder will mit MMA durchstarten. Das war die letzte Folge. Nein, nein, Bruder, jetzt geht's ab. Nach dieser Verletzung bekommst du langsam das Ich will jetzt weitermachen. Marlon 35, liebe. Das ist ein krasses Projekt, was er da auf die Beine gestellt hat. Zu mir, ich bin kein Profi-MMA-Kämpfer, um Gottes Willen. Er wollte das Training hier mit mir machen und ich habe mich gerne zur Verfügung gestellt. Ich habe meine Ringererfahrung mitgebracht, ein bisschen vom Striking. Danke fürs Anschauen und abonniert Omid. Sitzt er da, hä? Der Schmalle Omid. Der überdenkt gerade nochmal sein Leben. Wir werden heute den Ender der Rachen besiegen, meine lieben Freunde.